Ja, guten Tag, hier sind wir bei Songs of Conquest mit eurem Omni. Und oh, ich sag's euch, Leute, das ist eine harte Nummer. Ich will natürlich auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielen. Wir haben die KI ja irgendwann in den letzten Patches verbessert. Wir haben auch zufallsgenerierte Karten. Aber diese Kombination von brutal cheatender KI und einer wirklich zufälligen Karte, die wirklich viele verschiedene Startbedingungen bieten kann, von super Ressourcenvielfalt zu okayen Gegnern, bis zu null Ressourcenvielfalt, eine schlechtere Hauptsiedlung, entweder haben wir nicht eine Großsiedlung oder eine Festung, das ist jeweils verschieden, wie viel ich da upgraden kann, ist halt katastrophal für sowas, weil die KI innerhalb von 26 Runden, mal jetzt mein Beispiel, 500 Einheiten von den aufgewerteten Standardeinheiten hat, womit die einen einfach überrennen kann, selbst wenn man einigermaßen strategisch vorgeht. Und es ist extrem schwierig hier zu arbeiten. Wir machen das folgendermaßen. Ich werde jetzt natürlich die KI wieder auf eine höchste Schwierigkeitsstufe stellen. Aber ich will euch da nicht belügen oder irgendwelche Illusionen geben. Wir werden diese Map gleich starten. Und wenn ich diese Map gestartet habe, werde ich die speichern. Und ich werde euch erst zuschalten wieder. Wenn ich sehe, was in der Map so los ist. Und ich weiß, wie ich einigermaßen gut durch diese Map hindurchkomme, um möglichst krass an Stärke zu gewinnen. Das wird tatsächlich, und das hört sich vielleicht albern an, aber teilweise darauf hinauslaufen, dass ich einzelne Bewegungspunkte anders ausgebe als letzten Try. Ja, das heißt, ich gehe jetzt vielleicht zwei nach rechts, sehe aber, ah, da hättest du links aber noch eine Ressource mitnehmen können, dann werde ich neu laden. Also so lächerlich ist es leider. Ich glaube nicht, dass es anders möglich ist. Ich hatte jetzt schon X Versuche und habe immer wieder neu gestartet, neue Map. Das ist ein großer Fehler. Ich werde auch so lange würfeln, bis ich eine Map habe, die, also bevor ich loslege, wo ich sage, ja, das passt. Und dann, wie gesagt, werde ich euch reinschalten und dann werde ich euch sagen, okay, wie geht's los? Ansonsten schneide ich sowieso generell natürlich den Anfang viel, weil das ist bei Songs of Conquest jetzt nicht ganz so krass Micromanagement wie jetzt bei Heroes of Magic oder so, wo der Anfang eigentlich das Spannendste ist. Wir müssen trotzdem optimiert spielen, ist aber eher einfach Bewegungspunkte managen. Ja, okay, dann nur, dass ihr das Bescheid wisst. Ich will auf jeden Fall noch immer versuchen, auch wenn ich mittlerweile dran verzweifle, Rampfras zu spielen. Die hat halt viel Fernkampfoffensive für unsere Fernkampftruppen. Das heißt auch Waldläufer und Bogenschützen spielen. Hat dafür natürlich auch nur 10 Waldläufer am Anfang, ist relativ schwach, die Anfangsarmee, weil wir so viel Nahkämpfer gegen uns haben als Kämpfe drumherum, dass wir damit sehr gut überlaufen werden. Das heißt, unser Fokus ist schnell zur Kaserne zu kommen, die Schilder mitzunehmen und die Bogenschützen. Was aber alles sehr viel kostet. Wir brauchen 10 Holz, um die Bogenschützen freizuschalten. Wir brauchen natürlich die T2, also eine Erweiterung unseres Haupthauses. Und so weiter und so fort. Aber wisst ihr auf jeden Fall, was los ist, denn ich verzweifle hier langsam. Aber mein Ehrgeiz ist natürlich auch gepackt. Ich möchte diese tödliche KI hier besiegen. Wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe, dann gebe ich einfach auf. Ich habe noch eins vergessen, und zwar werde ich bei den Spieleinstellungen die Zufallsereignisse deaktivieren, denn wenn da sowas kommt wie minus 500 Einkommen für eine Runde oder zwei, ist das Spiel auch vorbei. Das hatte ich auch schon mal. Da kannst du halt gar nichts mehr machen, weil jede Münze zählt hier. Natürlich können die positiven Effekte auch kommen, aber ich habe keinen Bock, das auf Zufälligkeit auszulegen, außer halt diese Zufallskarte, die wir haben. Von daher deaktiviere ich die, weil ich überhaupt keinen Bock habe. Ihr seht auch das Seed, wenn ihr nachspielen wollt, macht das und sagt mir, dass ihr viel besser seid und könnt mir alles zeigen. Das wäre ganz cool. Alles andere bleibt normal. Ich finde, die Einheiten sind schon so stark genug. Das heißt, wir müssen jetzt nicht noch mehr irgendwie da jetzt noch mehr dickere Einheiten hinstellen und so weiter. Ja, und dann sehen wir uns dann später wieder. Ja, das ist die Map. Also ich kann jetzt schon mal sagen, den Code vom Random Seed, den man eben sehen konnte, ist schon Geschichte. Ich musste noch mehrmals neu starten, weil wir halt das Problem haben, dass wir insgesamt 20 Erz brauchen, um den Plan, den ich habe, in die Tat umzusetzen. 10 für das Upgrade. Dann müssen wir einmal für die mittelgroße Kaserne 5 haben und nochmal fürs Upgrade. 15 reichen auch erstmal plus 10 Holz. Und die zu kriegen ist tatsächlich sehr schwer. Plus wir brauchen auch 4000 Gold, weil wir hier upgraden müssen und die Kaserne bauen müssen. Hier die Map bietet aber tatsächlich das Erz schon mal in der Nähe. Hoffentlich sind das auch genug. Sonst haben wir schon ein Problem. Im Idealfall will man halt in der zweiten Runde sowohl das als auch die Kaserne machen, weil sonst, wie gesagt, sehe ich da nicht viel Hoffnung, gegen die KI zu bestehen. Das heißt, wir würden das Erz jetzt hier einnehmen, schauen, dass wir hier das Gold noch irgendwie raus haben. Das ist sehr schön dicht, also es ist krass, wie unterschiedliche Maps sind. Also man sieht ja einfach nur vollgestopft aus, aber wenn man so ein bisschen weiß, wie das Spiel läuft und wie krass die KI ist, dann ist das natürlich schon ein großer Unterschied, ob jetzt 4 Gegenstände nebeneinander liegen oder ob die hier komplett verschollt sind. Ich hatte auch eine Map eben,
die war halt so weit, da kam ich zum zweiten Erzhaufen erst mit 2 Runden oder 3. Das ist natürlich total lächerlich. Hier kann ich theoretisch sogar 3 Erzhaufen schon schnappen. Wir haben dann bis zur 4. Runde Zeit, wenn wir es optimal schaffen, in der 2. Runde die Kaserne zu bauen, bis zur 4. Runde Zeit, um die 10 Holz zu sammeln. Das heißt, Holz ist die 2. Priorität. Wenn wir das dann geschafft haben, wir haben auch eine Festung übrigens, dann, ja, sind wir eigentlich frei, dass wir andere Sachen bauen. Wichtig ist halt erstmal die Kaserne pumpen, dass wir da auf jeden Fall vorankommen und das Geld halt durch dieses Upgrade bekommen. Wenn das zweite Upgrade drin wäre, aber ich glaube, da braucht man jetzt, oh, weiß nicht mehr, 10,5 oder 15,5 oder 15,10, werden wir sehen. Aber das wäre halt jetzt das, was ich schaffen will. Ich schalte euch rein, falls ich es denn überhaupt schaffe. Ich habe gespeichert, das heißt, ich kann es noch 1000 Mal versuchen. Okay, also das muss es jetzt sein. Ich habe es geschafft in der ersten Runde mit den 3 Erzhaufen, da hatte ich 4 von 5 Erz. Da war aber irgendwie so ein Lagerfeuer, das hat mir auch nochmal ein Erz gegeben. Ich glaube, die geben immer ein Erz, ein Holz. Kann das sein? Ich glaube schon. Das heißt, wir haben es tatsächlich in der ersten Runde geschafft. Das heißt, bis zur 3. Runde sollten wir 10 Holz kriegen, um optimal unser Wald einfach zu produzieren. Also, besser geht es halt nicht. Ne? Also sage ich ganz ehrlich, klar, wir könnten jetzt Schenken, Bauernhütten bauen, aber die sind nicht kompetitiv genug. Also eine Kaserne wäre es natürlich. Das heißt, wir können das jetzt bauen. Ich habe alles hier eingesackt, also außer den Bernstein brauchen wir momentan noch nicht. Wir brauchen dann, wie gesagt, fürs Upgrade nachher auch nochmal Holz, nee, Stein und Bernstein und himmlisches Erz. Kriegen wir aber locker. Ihr seht da oben schon das himmlische Erz schimmern. Von daher kein Problem. Und ein Sägewerk natürlich noch. Aber wichtig ist erstmal 10 Holz zu sammeln. Ich hätte jetzt auch erstmal das Sägewerk bauen können, aber ich hoffe, dass diese beiden Holzstacks uns genug geben. Kämpfen tun wir natürlich noch gar nicht. Wir können nicht mit dieser Armee, die Rabenfraß hat, kämpfen. Es gibt eine Armee, da sind 2 Ritter drin. Ich glaube, damit kann man schon ganz gut dort wegrotzen. Mit ihr halt nicht. Dafür hat sie natürlich schon einen extrem krassen Buff für Fernkämpfer. Nur die sind halt am Anfang ohne Masse nicht wirklich so super gut. Wir können auch nach hier oben gehen und uns nochmal ein paar Soldaten holen. Aber Kämpfen ist bei Songs of Conquest am Anfang noch nicht so wichtig. Erstmal geht es wirklich um die Optimierung an den Ressourcen, die man außen hat. Und da müssen wir halt hier hingehen. Da kriegen wir aber noch eigentlich einiges an Gold. Ich hoffe, dass ich das auf dem Weg noch mitnehmen kann. Dass wir in 2 Runden dann hoffentlich das haben, was wir brauchen. Oh Leute, das ist es. Das ist es. Ey, bitte lass es das sein. Weh, die KI macht mich nur mal fertig. Also wir haben es geschafft, wir haben jetzt die 3. Runde und ich kann die Waldläuferproduktion starten. Das heißt, Upgrade ist noch nicht so wichtig, wir kriegen natürlich nachher noch, müssen wir Geld dafür bezahlen und so weiter, ist nicht schlimm. Aber wir haben auch 5000 Gold, wir sehen, ich habe alles an Truppen erstmal abgelehnt, um uns jetzt auch noch Sägewerk bauen zu können. Sodass wir nächste Runde, wenn wir nochmal Stein bekommen, was momentan nicht so aussieht, außer wir bekämpfen hier unten, das ist immer sehr schwer. Dann haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir diesen perfekten Start haben, also in meinen Augen perfekten Start, keine Ahnung, ob es so ist. Gehen wir mal davon aus, ne? Weil sonst bin ich hoffnungslos. Wir haben auch sonst alles, was wir brauchen, nur dieses verfluchte Erz brauchen wir halt noch. Und dann sind wir durch. Hier liegt noch einiges an Holz auch rum, was ich sehr schön finde. Dann können wir nachher auch noch ein bisschen was erweitern. Aber wichtig ist halt, nachher das hier zu holen. Also deswegen brauchen wir auch 10 Holz, aber auch wieder 10 Stein. Das eigentlich brauche ich danach noch so eine Steinmühle oder sowas. Wäre vielleicht sogar besser jetzt sogar das zuerst zu bauen, weil ich weiß, die Steine sehe ich halt nicht. Also außer hier, da müssen wir auch wieder kämpfen. Und ich weiß nicht, wie viel da jetzt drin ist. Und ich weiß, dass das Kämpfen am Anfang nicht so gut ist. Das war bei einer Map das Problem, nämlich einfach fertig gemacht worden. Dann müssen wir uns vielleicht das Camp holen und dann nach unten gehen. Dann könnte man natürlich das Erz auch versuchen zu holen. Hoffen, dass es 3 sind. Aber schaffe ich das alles zusammen? Wie viele Bewegungspunkte habe ich noch? Nicht mehr so viel. Naja, das sind die Optionen. Ich schaue mal weiter. Ja, also ich habe es geschafft, hier unten freizuschalten und das letzte Erz zu bekommen. Das heißt, wir können jetzt unser Upgrade fahren. Hat mich leider auch wieder ein paar von den Schilden gekostet. Wir haben ja erst also Fußsoldaten. Also ich hatte 4 und habe 2 verloren. Nee, ich glaube, ich hatte 8 und 4 verloren oder so. Hat auf jeden Fall deutlich verloren, leider. Aber müssen wir halt machen, damit wir hier das Upgrade fahren können. Weil das mit dem der Erzmine, die ich auch noch gebaut habe hier, damit wir einfach Ressourcen haben, hätte tatsächlich zu lange gedauert. Jetzt haben wir auf jeden Fall das, was wir jetzt wollten. Jetzt müssen wir natürlich hier gucken, dass wir schnell auf die nächsten Upgrade-Stufen kommen. Das ist jetzt das antiker Bernstein unser Fokus. Wir haben auch ich glaube, Himmelserzminen, ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben hier antiken Bernstein überall rumliegen. Den habe ich jetzt bewusst ja noch nicht aufgesammelt. Das wäre jetzt der nächste Trick oder das nächste Ding, was wir machen müssten. Erstmal das aufwerten. Wir können natürlich auch hier noch was bauen. Entweder Geld oder wir bauen die Schenke, wo ich die Troubadoure halt echt nicht gut finde. Keine Ahnung. Sind halt einfach nicht so toll tatsächlich. Ja, aber das wären die Optionen, die wir jetzt haben. Ein bisschen Geld erhöhen. Aber wir haben zumindest das geschafft, was wir wollten. Wir sind in der 5. Runde. Haben die Upgrades. Jetzt ist das Ziel, auf die 2. Kaserne zu bauen. Noch mehr Einheiten zu haben und einfach zu kämpfen und Erfahrung zu sammeln. Um hoffentlich auch Level 18 zu werden. Das ist unmöglich. Aber wie die KI das hat in 20 Runden. Das wäre ganz gut. 18, ey. Das ist Wahnsinn. Ja, ganz kurz zu updaten. Ich habe noch jetzt Bernstein noch einsammeln können von hier unten. Das ist ganz gut. Habe nicht wieder alles liegen lassen müssen, damit ich hier hinkomme. Aber haben beides jetzt schon auf Level 2. Das heißt, wir haben 2 pro Runde. Wir können uns jetzt bald, ich weiß nicht, wo die genau sind, hier vielleicht oder hier unten irgendwo,
auch die Minen bestimmt holen. Und ich habe einen Bauernhof gebaut, der gibt uns einfach schon mal ein bisschen Gold dazu, was nicht schlecht wäre. Und jetzt werde ich hier das noch alles aufsammeln und dann auch noch das Holz am besten. Das würde vielleicht noch den größten Vorteil bringen. Mal schauen, wie das so läuft. So, noch eine Runde weiter. Ja, siebte, achte jetzt, glaube ich, sind wir dann, ne? Ja. Haben jetzt gleich auch die Ressourcen, um wieder abzugraden, was natürlich ganz wichtig ist. Wir müssen 4000 Gold noch haben, stimmt. Das heißt, wir müssen jetzt auf Goldjagd gehen. Aber wir brauchen auch noch das Holz. Ja gut, Gold ist natürlich aber wichtiger, fällt mir gerade mal so auf. Das habe ich natürlich hier liegen lassen müssen. Hier sind halt wieder Fernkämpfer. Das kennt ihr ja mittlerweile. Fernkämpfer ist immer so eine Sache. Wir können mal nach vorne gehen und gucken, ob da vielleicht noch irgendwas anderes Gutes ist. Aber ich denke, dass da ja genau einfach wieder die Barriere ist. Ich meine, Holz haben wir jetzt genug und Erz. Jetzt fehlt uns nur das Gold. Aber jetzt wurde auch schon ein bisschen aufgewertet. Ihr seht, wir haben eine deutlich bessere Armee. Noch nicht alles aufgewertet. Vielleicht war das der Fehler, ich dann anders hätte machen sollen. Boah, 6 Holz kostet zum Aufwerten. Ja gut, wir können natürlich auch das hier aufwerten. Dann können wir erstmal die 6 Holz hoffentlich hier wieder rausholen. Womit wir dann natürlich insgesamt einen Vorteil haben an finanziellen Dingen. Und dann nächste Runde hier runter und hoffen, dass das genug Gold ist, würde ich mal behaupten. Okay, traurig, ich hätte nicht rekrutieren sollen. Das war wieder ein dummer Fehler. Weil jetzt haben wir halt hier für, keine Ahnung, die Soldaten so viel ausgegeben, dass ich jetzt nicht upgraden kann. Ich brauche danach nochmal 2000. Das war wieder ein dummer Fehler, der uns hier wirklich in den Hinterkneifen kann wieder. Weil wir da natürlich nicht in irgendeiner Weise jetzt einen Vorteil haben, schnelle Einheiten zu produzieren. Einheitenproduktion ist halt essentiell. Das ist ein großer Fehler gewesen. Shit, wir nehmen auf jeden Fall Marsch. Ich brauche mehr Bewegung. Das ist so essentiell. Können hier für gesamt unsere Seidenvorräte direkt noch ein Level nehmen. Das würden wir auch direkt mitnehmen. Auch direkt nochmal Marsch. Wir brauchen diese Bewegung. Auch wenn es ein bisschen albern ist, aber es ist tatsächlich so essentiell. Und wir müssen jetzt gucken, wo die zweite Siedlung ist, jetzt wo wir das durch haben. Es wird nicht hier oben sein, weil das unser Gebiet wäre. Und wir eine Festung haben. Das heißt, es wird nach rechts sein oder nach unten sein. Ich denke, rechts wird das Wahrscheinlichste sein. Aber wir brauchen halt nochmal das Geld. Wir müssen noch ganz viel Gold haben. Wird auch hier nochmal. Wir können tatsächlich nochmal upgraden. Weil wir jetzt eh genug Holz haben. Dann haben wir jetzt erstmal eine ordentliche Wirtschaft. Das hoffentlich auch die Einheiten ermöglicht, die wir dann benutzen können. Aber auch, denkt dran, alle 9 Runden so rum wird die Stärke der Gegner auch erhöht. Also auch da müsst ihr immer drauf gefasst sein, das wird nicht einfacher. Ja, Erz haben wir auch nicht immer zu bauen, deswegen ist es eh eigentlich egal, dass wir Exonas erst bauen können. Wir können aber natürlich auch mit dem Holz wenigstens anfangen. Da habe ich jetzt zu viel Holz hier für dieses Upgrade ausgegeben. Gold ist natürlich langfristig sehr gut, aber ja, ärgere ich mich jetzt doch wieder drüber. Ja, irgendwo werden auch noch so eine Sägemühle, müsste auch irgendwo noch sein. Ich glaube, hier wird die nicht mehr versteckt sein, sondern eher wahrscheinlich hier unten. Würde ich den Deal eingehen oder das Risiko eingehen, hier runterzugehen. Weil geldmäßig werden wir jetzt eh da durchkommen. Dass wir könnten jetzt mal hier unten gucken, was hier noch abgeht. Oh, nichts. Ach, das ist so frustrierend. Ja, Heiden, da hinten ist Erz, okay. Und da ist auch die Erzmine, ja, tatsächlich. Okay, da werden wir jetzt hingehen und dann haben wir nächste, ja gut, nächste Runde haben wir es eh schon, von daher egal, wir brauchen noch Holz jetzt. Holz muss auch noch irgendwo sich hier verstecken. Ich meine, dass man immer beides hat, das heißt, es wird wahrscheinlich hier unten sein. Was natürlich Worst Case ist für uns. So, wir können jetzt unseren zweiten Hüter holen. Wir nehmen Cecilia Tapferherz, auch eine ganz gute Option am Anfang wegen Ordnungsessenz. Kriegen nochmal 2 Truppen dazu, ohne viel dafür zu tun. Wir haben noch 2 Runden, ne, 2 Runden, dann müssten wir eigentlich die 8 bekommen. Wir haben noch 6, das heißt 4 Holz irgendwoher. Würde uns schon reichen. Ich werde jetzt hier upgraden, damit wir hier die schon mal als erweiterte Truppen geben können. Und auch nochmal rekrutieren. Da haben wir ja noch mehr, was wir uns besorgen können. Kostet natürlich immer ein Schweinegeld in diesem Spiel. Das ist wirklich Wahnsinn. Könnte ich aber direkt unsere Rabenfraß die Truppen geben, was nicht schlecht ist. Okay, what? Was? Da kommt schon ein Gegner in der 10. Runde. Okay. What? Okay. Wir sind in der 11. Runde. Okay. Das ist die 11. Runde. Wir haben 100 Legionäre. Wir haben harte Gebeine 11 bis 25. Was? Das ist unmöglich. Also, es ist nicht drin. Guckt euch das an, was er hat. Wir sind in der 11. Runde. Scheuer. Oh Mann, ey. Wir sind in der 11. Runde. Und er hat 25 Gespenster. 17 bewahrte Gebeine. Ja. Das ist Level 12 in der 11. Runde.
Ja. Gut, also. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich es hochladen soll. Es ist ja absolut witzig oder auch komplett bescheuert. Ich finde, das ist zum Beispiel keine gute KI, denn in der 11. Runde kann ich sprichwörtlich nicht schaffen, 25 Gespenster zu haben. Ich meine, ich habe jetzt gerade 23 Bogenschützen. 23 Bogenschützen. Ja. Und ich kann, glaube ich, noch. Glaube ich gar keinen. Ja, doch, ich habe ja noch ein paar bei ihr jetzt noch gehabt bei der nächsten. Also ich hätte 30 Bogenschützen. Die Gespenster und die Untoten hier, die sind aber ein Tier höher. Das heißt, die werden natürlich auch wesentlich weniger produziert. Ja. Das ist halt unmöglich. Ich zeige es euch mal einfach mal mit Loof, damit ihr mal sehen könnt, was ich meine. Das ist Wahnsinn. So, nur um das zu zeigen. Also ihr werdet ein Gespenst pro Runde, ein gewahrtes Bein pro Runde haben. Wir hatten eben 25 Gespenster und es war die 11. Runde. 25 Gespenster, 11. Runde. Das ist, geht halt nicht, ne? Das könnt ihr mal rechnen. Also da müsste er zweimal aufgewertet haben, beide Gebäude gebaut haben und selbst dann funktioniert es halt nicht, weil die Dauer des Bauens schon allein, das sind ja 2 Runden, plus 2, also sind 4 Runden auf jeden Fall bauen. Und dann hat er noch 7 Runden, um 25 Geister zu haben. Das heißt, selbst wenn ich vom Optimalsten ausgehe, gut, die cheatet ja unendlich, das heißt, er kann natürlich ausbauen und dann kann er einmal bauen, 2 Runden, weil da kann er nichts dran machen, die KI, also zumindest nicht in meiner Idee aus. Die können natürlich auch schon zweimal bauen, dann ist es natürlich noch lächerlicher. Aber dann sagen wir mal 4 Runden, dann wäre er nach 4 Runden, hätte er schon dann die Gespenster, zweimal Gespenster, was nicht komplett unverschämt wäre, weil das ist ja nicht nur, das ist ja nicht schwere KI, sondern das ist einfach lächerliche KI, muss man einfach sagen. Und dann hätte er trotz dessen nur 7 Runden gehabt, um die zu produzieren, hätte also 14 Gespenster haben können, hat 25. Das heißt fast das Doppelte von dem, was er überhaupt haben könnte. Das ist unmöglich. Und die Dinger genauso, er hatte die auch noch. Das heißt, er hat ja noch gemacht Gebrauch von Knochen, also noch mehr, 10 Bernstein, Entschuldigung, 10, 15, 20 Bernstein bezahlt, also 20 Bernstein noch zusätzlich zu allen Upgrades und so, die er haben müsste, gehabt. Und er hat ja auch noch das Aurealische Heiligtum, er ist ja auch noch einen von denen gehabt und so auf Ebene 2, nicht auf Ebene 1. Das heißt, da hätte er noch mehr bezahlen müssen. Das ist halt, aber das geht ja gar nicht. Also ich habe mich jetzt wirklich angestrengt, ich habe mehrere Maps gespielt. Ich kann mit meinen Gedenken zumindest sagen, ich kann die dickste, die schwerste KI, also tödliche KI hier nicht besiegen. Also ich habe es wirklich so oft probiert, ich habe jetzt mehrere Stunden da gesessen, das zeigt sich natürlich nicht im Video, kann ich euch ganz klar sagen. Aber ich werde leider das mal hochladen, nur damit ihr einfach mal seht, das ist ja... Also ich würde gerne mal jemanden haben, der mir das mal zeigt, auf der Map vielleicht, die ich da hatte oder so, wie man das gewinnen kann. Außer mit einem extremen Schieß oder Glitch oder so natürlich, ne, es muss schon ohne Glitches sein, ohne Cheats sein. Das wäre schon cool, wenn ihr da irgendwie Tipps hättet, aber ich... Keine Ahnung. Und ich finde es halt... Und das muss ich jetzt auch schon mal so ein bisschen Review-mäßig, wenn ich eh hier so am Ende bin, sagen, das finde ich halt ein bisschen schade, ne? Weil Heroes of Might and Magic kann diese Smooth Curve, sag ich mal, von der KI viel besser, weil die KI ist auch brutal, also intelligent brutal, aber die cheatet halt nicht. Hier, die cheatet sich halt den Ast ab. Und das haben die schon von Anfang an gehabt. Und diese Cheats machen das halt lau, ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, da gab es gar keine KI richtig. Da hat die KI nicht irgendwie auch keine Pickups aufgenommen. Also das hier alles hätte sie gar nicht aufgenommen, weil sie nicht braucht, weil die einfach alles geschenkt bekommt. Und jetzt auf tödlich ist es offensichtlich, dass sie alles geschenkt bekommt und auch alles noch rasanter baut. Effizienter dabei ist, aber da kannst du ja als Mensch des Spiels nichts machen. Also da müsstest du ja innerhalb von 11 Runden, was hätte ich da jetzt tun können? Innerhalb von 11 Runden diese Armee, die er hatte, ist eigentlich unmöglich. Also schade, finde ich echt schade. Vielleicht mache ich nochmal einen Versuch mit niedriger KI, aber das motiviert mich nicht gerade, noch ein Video aufzunehmen. Weil ich dann einfach ein bisschen abgestoßen bin vom Spiel. Dann würde ich lieber sagen, ich spiele noch Heroes of Might and Magic noch ein Szenario, weil ich da einfach mehr Spaß habe. Na gut, dann haben wir zumindest mal einen guten Eindruck von der schwersten KI hier. Also ich habe zumindest einen guten Eindruck, ihr habt jetzt ein geschnittenes kleines Video, um mal zu sehen, okay, was hat der da gemacht? Einfach nur, um zu zeigen, das hat einfach nicht funktioniert. Also ich bin wirklich sprachlos, aber auch ein bisschen entsetzt und enttäuscht, muss ich auch sagen, von dieser KI. Kann man ja auch einfach mal so festhalten. Das Spiel ist ja sehr gut, aber ich möchte auf der schweren KI eine Herausforderung und nicht einfach mit Cheats überlaufen werden. Wie gesagt, vielleicht versuche ich es mal mit einer Schwierigkeitsstufe. Nee, naja. Das war ein kurzes Video. Ausnahmsweise mal. Haut rein.